So, hallo meine Freunde, willkommen zu diesem neuen Mädchen 2 Tiger Ghost Video. Wir schnacken gar nicht lange rum. Wir haben für Exor ein Hardjahr gedreht. Da haben wir dann 15 Feuerbrei bekommen. Ich glaube, der hat es auch dann im Verlauf verkauft. In dem Video möchte ich mit euch mal drüber reden, was die Ziele für den Lucana 2024 sind. Und ja, natürlich der aktuelle Equipmentstand, wie es hier abläuft. Ihr werdet jetzt im Hintergrund sehen, dass ich nebenbei Sachen switche, FBs lese, ein paar neue Equipment-Teile kaufe. Und in dem Zeitraum rede ich einfach über den Lucana. Also, Pläne für das Jahr 2024, oder sagen wir mal so die ersten Anfangsziele zumindest, die werden sein, dass der Lucana Richtung Level 105 gehen soll. Er soll nicht, und ich betone es, er soll nicht Richtung Champions Level. Ich habe auf Azrael schon genug zu tun, was Champions Level Chars angeht. Und da brauche ich ehrlich gesagt nicht noch auf Tiger Ghost ein. Deswegen, Lucana geht Richtung 105. Und da werden wir auch das ganze Equipment, was der Lucana dann in dem Bereich hat, versuchen wirklich auszubauen und wirklich sehr gut hinzubekommen. Das sind dann so Sachen wie zum Beispiel Zodiac Clown, die er dann irgendwann mal bekommen soll. Eine 105er Rüssi. Natürlich dann so Sachen wie ein 100er Damage Helm, Seelengürtel plus 9. Also diese Standardsachen einfach. Die Alchemie soll natürlich auch ausgebessert werden. Das erste wird sein, dass er einen mythischen Mattenring bekommen wird mit der Zeit. Und dann soll es natürlich auch noch besser werden. Zwecks Farmen ist Tiger Ghost natürlich mehr so ein Projektserver für mich. Ich zocke das auch immer wieder gut an, aber er ist mehr dafür da, um einfach die Projekte zu fördern, gerade im Mid-Level-Bereich. Da geht es halt dann zum Beispiel um Sachen 90er-Map-Metinsteine, 90er-Map-Bosse, Verwunschener Wald, Jotun-Run, Eran Setau, Rassador, Azrael, Spinnenbarones. Na klar, Spinnenbarones machst du auch mit einem kleineren Char, keine Frage, aber das sind die Ziele mit dem Lucana, was ich so vorhab. Und da sind wir auch aktuell auf einem guten Weg. Ihr habt es gerade schon gesehen. Ich habe mir eine HTK gekauft mit 1,15 Crit und 5 Metin. Hat er 50 Won gekostet. Konnte ich mir auch nur leisten, weil ich wirklich den ganzen DR, die ich ja bekommen habe, mit denen habe ich ja nur so viele Talis gedreht. Und da habe ich ein Eistali für 25 Won verkauft. Hier seht ihr schon einen für 70 Won, weil der Dreifach-Def hat. Einmal 25, einmal 20. Und mit dem ganzen Geld konnte ich mir halt schon wirklich sehr, 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 sehr viel finanzieren. Das muss man schon ganz klar sagen. Und jetzt ist er aktuell auf den Weg halt hin, Alchemie zu bekommen und Equipment. Also die ersten Ziele jetzt hier, was ihr auch in dem Video seht, ist, dass erstmal die Skills hochgehen. Also sprich, dass wir Purpur Richtung G, Schrägstrich P bekommen. Dass wir das Equipment verfeinern, also Richtung HTK gehen. Später, wenn wir dann weiter sind, mal auf Feuerschuhe, dass dann welche da sind. Dann, wenn er ja auf 75 gehen soll, brauchen wir auch ein 61er Schild. Wenn er vielleicht dann mal Richtung 90 geht, brauchen wir auf jeden Fall ein Titani, was am Start sein muss. Und so Sachen wie Smaragd-Ohrringe, ein Himmelstränen-Armband. Aktuell habe ich ja noch ein Silber-Armband, was ich benutze, was eigentlich auch ziemlich gut ist. Aber trotzdem, irgendwann die Crit vom HTA brauche ich ja auch, ne? Und ich muss da auch wirklich jetzt ehrlich sagen, es macht auch sehr viel Spaß. Weil ihr wisst, ihr seht ja auch den Content von Azrael. Und der Azrael-Content bockt mega, keine Frage. Aber wenn ich mal den Char auf Azrael mal Autojagd laufen lasse oder sonstiges, dann kann ich einfach mal schön entspannt auf Tiger Ghost mein Zeug machen. Und was noch sehr wichtig ist, ich benutze auf Tiger Ghost, ich glaube, gar keinen Push. Also außer halt aus dem Itemshop mal so Doppeldrop und so Zeug. Aber ich habe jetzt keinen Pushring, ich habe kein Pet. Ich bin auch aktuell nur mit dem Bambi unterwegs, was 2 Stunden immer hält. Er hat keine großartigen Kostüme, maximal zum Leveln, aber die lasse ich dann auch auslaufen oder verkaufst du dann dazwischen wieder. Und ohne Witz, Leute, es ist mal was echt Schönes, wenn ich nicht immer an 5 Skins denken muss, wenn ich nicht ständig an einen neuen Pushring vielleicht denken muss, also theoretisch, wenn ich jetzt sowas hier hätte, oder aber Azrael habe ich auch nicht ständig ein. Aber du hast nicht diese 5000 Sachen im Hinterkopf. Das Einzige, was ich im Lucana machen muss, ist, er braucht einen Doppeldrop einfach. Ein bisschen Premium laden, dass ich mir was verkaufen kann. Und was haben wir? Biologen-Quest, okay. Die muss ich halt immer regelmäßig abgeben. Aber sonst habe ich da gar nichts. Und jetzt sind wir auch schon an den Punkt angekommen, wo wir den Eistalia ja verkauft haben für 70 Won, was ihr ja vorhin gesehen habt. Wir kaufen davon Alchemie. Und da ist wichtig zu wissen, wenn ihr mythische Alchemie kauft, sei es jetzt, egal ob es ein Saphir ist oder ein Dia, ist völlig egal. Schaut immer bei den Preisen, dass ihr vielleicht auch einen Stein findet, der +4 ist. Weil, ich habe hier auch eine Szene drin,
Da habe ich einen mythischen Drachensaphir gefunden. Der war direkt plus 4 für den gleichen Preis wie die anderen Steine. Und da muss ich mich nicht um irgendwelche Drachenbohnen kümmern. Das Ding ist plus 4, ich kaufe den, fertig. Muss ich nichts appen, habe ich keine Zusatzkosten, erspare ich mir sogar noch Geld. Das ist schon sehr, sehr nice. Ihr seht es auch hier, ich habe einen Onyx schon eingebaut. Ich habe jetzt ein paar Altsteine gekauft. Und jetzt kaufen wir auch die grünen Drachenbohnen, um das zu appen. Und als ich die Preise gesehen habe, dachte ich auch erstmal, Alter, mich trifft der Schlag. Weil ich bin immer gewöhnt, dass grüne Drachenbohnen so bei 30, 40 KK liegen. Ich glaube, mittlerweile sind sie auch wieder in dieser Range ungefähr drin. Aber bei den Aufnahmen, die waren ja bei so 45 bis 60 KK. Und da war ich dann schon und dachte mir, das ist ganz schön viel Geld. Und, das müssen wir jetzt auch mal fairerweise sagen, auf der 90er-Map, wenn man da zum Beispiel mal farmt, da droppt man immer mal hin und wieder eine grüne Drachenbohne. Im Roten Wald droppt man immer mal eine. Ich weiß auch, als ich im Eisland mit dem Lykaner gefarmt habe, habe ich, natürlich nicht oft, ne, aber habe ich auch mal eine grüne Drachenbohne hier, mal hier eine grüne Drachenbohne gedroppt. Überlegt mal, für so Low-Level-Spieler sind so 50, 60 KK echt viel Geld, ne? Gerade wenn man solche Mädchens einfach mal weghittet, ist das schon was echt sehr, sehr Feines. Und kann ich euch nur ans Herz legen, also auch Mädchensteine farmen lohnt sich wieder. Ich glaube, man droppt erst eine grüne Drachenbohne, da kann man mich jetzt aber gerne ergänzen. Ab den 55er Mädchen, ich glaube bis Mädchen der Härte, der ab Level 50 ist, droppt man, glaube ich, noch keine grünen Drachenbohnen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass man da noch keine bekommt. Aber da können jetzt auch mal die Leute, die im Low- oder Mid-Level sind, also so, sprich zwischen so 35 bis 90, ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr euer Geld macht. Das würde mich nämlich super interessieren. Da gibt es ja wirklich sämtlichste Farmmethoden. Du kannst zum Beispiel die Mädchens farmen. Du kannst eine Azrael farmen, du kannst eine Spinnenbarones farmen. Du kannst die 90er-Map-Bosse farmen. Du kannst halt, wie gesagt, du kannst erzen, du kannst Kors machen, du kannst angeln. Es gibt sehr viel, was man machen kann. Das wird auch in der Zukunft. Auf meinem Kanal werden da vermehrt Videos darüber kommen. Auch zum Beispiel mit einer Spinnenbarones, mit dem Azrael. Lohnt sich sowas überhaupt, ne? Also da kommt dann schon noch viel. Da habe ich auch richtig Bock drauf, das alles zu machen. Ja, jetzt seht ihr noch, wir haben hier die Alte, die wir am Appen sind. Wir haben einen Saphir, wir haben einen Granat, wir haben einen Onyx und wir haben einen Diamanten. Das sind 4 Steine, die wir aktuell besitzen. Amethyst brauchen wir nicht, interessiert uns erstmal gar nicht. Was dann noch wichtig ist, ist ein Jade und ein Rubin. Die kommen dann mit der Zeit noch, aber wir haben jetzt schon mal 4 wichtige Alchi-Steine und die brauchen wir auch auf jeden Fall. Und ja, für das Geld, was wir für den Tali eingenommen haben, hat sich es auf jeden Fall gelohnt. Gebt mir auf jeden Fall Feedback zu dem Video, auch zu dem, was ich gesagt habe. Das würde mich nämlich sehr, sehr interessieren, wie ihr meine Ansichten findet. Und was farmt ihr in eurem Levelbereich? Würde mich sehr, sehr jucken. Leute, ich bin raus. Euer Andi.